Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online Ranked Battles. Mein Name ist Lockerzeit und letzte Folge haben wir im Turmkommando ein bisschen bei A+, oder war das A? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher abgesahnt. Und ja, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt A+ und 88, fast in der Nähe vom S-Typ. Und ich habe ein bisschen vorausgeübt und ja, Turmkommando herrscht wieder. Und dieses Mal ist es im Camp Schützenfisch und der Schollensiedlung. Also, ja, die ersten beiden Versuche, also ich habe zwei Ranked und zwar Standardkampf gemacht. Und ja, ich habe alle vier Kämpfe gewonnen. Stolz. Und ja, dadurch, ja, schauen wir mal. Ich hoffe zumindest, dass ich in dieser Folge noch auf den Rang S komme. Und vielleicht im Rang S auch noch einen Sieg absahen. Also, das wäre der optimale Fall. Ich bezweifle es. Aber ich hoffe zumindest den Rang S. Ich glaube, das ist möglich. Ja, das ist definitiv möglich. Und ja, ich bin heute mit Schwapper unterwegs, weil Schollensiedlung. Das ich übrigens noch... Na, Moment, ich habe Schollensiedlung noch nie Turmkommando gemacht. Also, nicht einmal in meiner privaten Zeit. Ja, okay, schauen wir uns mal das an. Wie funktioniert das? Ich sollte eigentlich von oben sein. Ja, weißt du was? Dann mal gleich so. Ich scheiß drauf. Damn. Okay, wir führen. Schau, das ist das Wichtige. Zwar nicht mehr lang, aber wir haben geführt. Ja. Wie bereits gesagt. Okay, ich habe gar nicht geschaut, was der Gegner alles für Waffen hat. Also, ja, lass dich überraschen, falls er... böses Ding dabei ist, dann werde ich halt getötet. Aber ja, mein Gott, ist ja nicht so tragisch. Kann ich da hinauf? Danke. Was? Ich hab keinen getötet? Ich hab sicher zwei Typen angeschossen. Problematisch. Wir sollten die Führung wieder mal übernehmen. Also das wäre für mich persönlich recht wichtig. Ah, da ist der Turm. Okay, ich schnapp mal gleich. Wenn's geht. Komm her, Turm. Come by me. So, ich übernehme jetzt die Führung. Ist das Deal? Deal. Oh, shit. I made a mistake. Aber ich glaube, es geht gut aus, weil die Freunde können das noch übernehmen. Übernehmen den Turm. Bitte. Bitte. Na, sie wollen nicht. Sie wollen nicht die Gewinner, meine Freunde. Das ist problematisch. Ich glaube, Ranked Battle, da geht es mehr ums Gewinnen als wie um. Keine Ahnung was. Hab ich immer gedacht halt. Also. What the heck? Achso, ich habe meinen Sound noch eingeschalten vom Ding. Ich habe ihn getötet, aber nicht mit meiner Dings, sondern mit dem... wie heißt das Teil? Was in Gegnerhand? Oh, oh. Ich habe schon gewusst, dass ich jetzt gleich entweder stark angeschwächt werde oder stirb. Ah, okay, ich glaube, das schreit noch einen Sprung. Weil das ist ein guter Ort. So. Triff! Das gibt's ja nicht. Zu wenig Tinte. Problematisch. Was? Das kann mich da treffen? Aha, okay. Sowas sollte man wissen. Problem. Die Gegner bauen schon wieder die Führung aus. Großes Problem. Die haben getötet. Yes. Dafür stirb ich auch, aber ich glaube, das ist okay. Bitte, Freunde, sagt, dass es okay ist. das wär sehr cool, wenn das voll okay ist. Und so, ihr wisst schon. Ja, da ist ein Roller. Was tut der da? Stirb. Ja, da geht's nicht aber was. Na? Turm kehrt zurück. Da geh ich nochmal zurück.
Nein! Dang! Scheiß Klecksbombe! Ich trage gleich durch. Wie oft bin ich jetzt schon durch die Klecksbombe abgestorben? Ich sollte ja irgendeinen Count dabei haben. Ha! Problematisch, problematisch. Nein, dieses Mal nicht! Da ist hinter mir ein Feind! Ich verschwind! Was hat der da? Triff ich nicht. Wo ist er? Da ist einer. Ach, was, das ist mir egal. Ich will ihn auf. Ich zwinge ihn mal. Stirbt er? Na, schade. Aber wenn man jetzt nicht sofort losfahren mit dem Turm, dann haben wir garantiert verloren. Oh, ich bin nicht gestorben. Ja, jetzt schon, aber ich bin vorhin nicht gestorben. Dass der Tualpatscher existiert, habe ich auch noch nicht gewusst. Aber hey, wo ist der Turm? Nicht bei uns. Ja. Ich glaube, der Traum vom S-Rang ist zumindest für diese Folge gestorben. Also wenn es schon so anfängt, dann ja, schaut ein bisschen schlecht aus. Und ich habe auch herausgefunden, dass der Schwapper für Schollensiedlung zwar geeignet ist, aber nicht im Turmkommando Schollensiedlung. Ich sollte meine Taktik ändern. Wisst ihr was? Das tun wir. Deswegen werde ich mal geschwind die Waffe wechseln und ich bin dann gleich wieder hier. Also, bis gleich. Sodala, willkommen zurück in der Schollensiedlung und naja, vielleicht seht ihr es, ja, da auf der rechten Seite. Ich bin jetzt mit dem Turbo Blaster unterwegs. Ja, ihr habt es richtig gehört, den Turbo Blaster im Ranked Modus. Denn dieses Mal habe ich sogar was zum Verteidigen im Gegensatz zum letzten Ding beim Splatfest, nämlich das da oben. Ich kann einfach da feuern. Und wenn ich da Platz finden würde, dann würde ich damit einfach Leute töten. Das ist recht simpel. Wenn du verstehst, was ich mache. Gott, denk. ich sollte aber auch von oben herunter feuern. Zumindest wenn es um die Mitte geht. Und hin und wieder auch eine Tintmine platzieren. Das war ich vergessen. Das sollte ich tun. Also. Was tut der da? Shit. Oh. Okay. Ich hasse Medusa-Klecksroller. Habe ich das schon mal gesagt? Da gehört irgendwas her, was das einfach negiert. Was das Ding so macht. Dang. Zu wenig Tinte, das ist nicht gut. Ich sollte von oben herunterfahren. Oder zumindest meine Freunde unterstützen. Was hältst du davon? Wir führen. Echt? Wie ist das passiert? Na, Turm! Turm! Bringt's mir einen Turm! Und wir werden siegen. Ah, zu spät gedrückt. Ich wollte mein Kugelschild noch schnell aktivieren, aber es hat nicht funktioniert. Schade. Ich sollte das auch einführen, weil das nervt mich schon die ganze Zeit, dass ich da nicht entlang gehen kann. Problematisch. Unser ganzes Team ist dort gestorben. Ja, ich hab's, glaube ich, gerade vorhin erwähnt. Ich hasse Medusa-Klecksroller. Aus multiplen Gründen. Da war gerade einer. Er kann einfach herumspringen und tötet Leute. Das ist dieser freche Debuff. Ah. Natürlich muss man es zuerst beherrschen und vielleicht auch die richtigen Maps dazu. Aber trotzdem. Ist das nicht fair? Boah, dang.
Vielleicht sollte ich auch mit einem Luna Blaster gehen. Er ist stärker. Aber ich sollte auch öfters die Tintmine legen. Ich glaube, ich habe es ja schon einmal gesagt. Doch vielleicht. Dang. Okay, hat nicht funktioniert. Schade, wir haben nicht getötet. Ich hab gehofft, dass die Tintmine doch noch was vollbringt. Hoffen darf man, oder? Ja, ja, glaube ich schon. Glaube ich schon. Tu mir Gegnerhand. Okay. Stirbst du halt? Gott dang it. Der wird der Luna Blaster. War echt so nah? Problematisch. Wir sollten außerdem den Turm ein bisschen weiterbringen. Also, das würde ich so vorschlagen, so auf die Schnelle. Da ist unser Elf. Okay, ein paar Meter habe ich weitergebracht und mein ganzes Team kommt her. Ich glaube, ich habe einen guten Job gemacht, außer der Tatsache, dass wir jetzt alle gestorben sind. Aber naja, 39 Punkte. Ich glaube, das wird das meiste sein, das was wir gerade zusammenbringen können. Shit. Gegnerhand. Ich bin gestorben, aber das soll okay sein. Komm, steig drauf. Na. Zu spät. Zu spät drauf gestiegen. Ja, schade. Hilft nix. Ich bin nicht gut genug für den Turbo Blaster. Dass ich mir das leisten kann. Jetzt hab ich schon zweimal verloren. Das ist nicht gut. 3-10 ist überhaupt nicht gut, aber mein Turbo Blaster fast zu erwarten, wenn ich ganz ehrlich bin, aber hey, was soll's. Und ja, meine Ausrüstung voll Attacke, also was mir halt so möglich ist derzeit mit meiner derzeitigen Gewandausrüstung, ihr wisst schon. Ich werde auf jeden Fall nochmal die Waffe wechseln in der Hoffnung, dass ihr was Gutes findet. Ich weiß noch nicht auf was, aber wir finden es gleich außer. Bis gleich. Okay, Kampf Nummer 3, schon wieder in der Schollensiedlung? Ich glaube, den vierten Kampf werden wir definitiv in der anderen Map ausführen. Und ja, dieses Mal bin ich mit Profi-Klecks unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal hergezeigt habe, aber hat eine relativ solide Reichweite und kann auch dieses hier anwenden. Und ja, ich glaube, das ist ein gutes Set. Nur ein bisschen antäuschen, das reicht. Das beherrsche ich, da drauf sitzt. Hey, wir waren getötet. Wahrscheinlich mit meiner Bombe. Ich hab's gar nicht gesehen. Mein Gewand, glaube ich, ist auch recht solide, was das Ganze betrifft. Und ich kann da jetzt nicht drauf springen, da stirbe ich. Das weiß ich. Was? Die Bombe hat nicht getötet. Galon Deko. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Was heißt schon lange nicht mehr? Eigentlich sehe ich das die ganze Zeit, aber was soll's? Es ist Galon. Ich liebe Galon. Also die 96er Galon. Was ist das? 52 mag ich nicht so gern. Ah, den da oben sollte man töten. Aber das sind Leute, auch sehr viele Leute. Was tut der da? Warum hat er nicht getötet? Ah, das ist der Galon Deko. Gegen den hätte ich eigentlich einen Vorteil, sobald ich in Range bin. Ich brauche zwar 3 Treffer, bis ich einen Typen töte, aber dafür sollte das auch passen. Ja.
Tinsuka. Ah, wie sollst du gehen nicht rüber? Tinsuka ist gefährlich. Sehr gefährlich. Ah! Ich hätte mich hinter der Stange verstecken müssen. Das wäre gut gewesen. Naja, hilft nix. Wir führen noch. Ich weiß nicht, wer daran schuld ist, dass wir führen, aber wir führen. Das ist der wichtige Punkt. What? Das Ding hat so viel. What? Ich weiß schon, dass Dynarola so viel Reichweite hat, aber so viel tödliche Reichweite? Ach, denk. Ich hab dafür zu wenig Reichweite. Problematisch. Jetzt springt er sicher gleich herunter. Na, wo ist er eigentlich? Ich weiß nicht einmal, wo der Feind ist. Das ist höchst problematisch. Jawohl, ich hab Leute getötet. Bauen wir die Führung aus. Oder siegen wir gleich. So, ja, okay. So. Ah, dang. Yay! Auch noch mit dem Tintentitan. Oh. Der war bitter. Und ich hab lang genug überlebt, dass das Ganze gut ausgehen kann. War das gut von mir? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war nur okay. Aber. Hey, Sieg ist Sieg. Und hey, 4500 Punkte. Nice. Voll nice. Und wir haben ein paar S-Typen dabei gehabt. Ihr könnt sie sehen. S-Plus in unserem Team. Nice. Ich will auch mal den Rang haben. Aber ja, das glaube ich hat noch ein bisschen Zeit. Und ja, ich glaube, ein Kampf geht sich garantiert noch aus. Ich schaue gerade einen leichten Blick auf meine Uhr. Aber einer muss sie noch ausgehen. Also. Da mal den Kampf ausführen. Dieses Mal werde ich halt sozusagen mit euch die. Wie sagt man den Bildschirm? Den Ladebildschirm. Na, wie nennt man das? Die Lobby. Ja, das ist das gute Wort. Sozusagen gemeinsam anschauen, was da so passiert. Also, die letzten drei waren sehr, sehr schnell. Also, ich bin ja jeweils mit einer neuen Waffe sozusagen dazu gestiegen zu einer fast schon existierenden Lobby, was schon fast voll war. Aber ja, ich glaube, das wäre ein recht guter Kampf. Viele A plus, einmal S, einmal A. Und ja, sehr ausgeglichen. Ja, eigentlich nicht. Wer immer den A-Typen kriegt, sollte auch den S-Typen kriegen. Ich glaube, das war dann gerecht. Aber ich glaube, der A-Typ ist ein besserer. Er könnte A plus sein. Auf Deutsch gesagt. Problematisch. Gegner zusammenstellen gefällt mir. Das ist problematisch. Also, wenn es mir gefällt, dann heißt das, dass es gut ist. Und, ja. Das wiederum heißt, dass sie wahrscheinlich sterben wird. Ja, ich habe ihn getötet. Na, ich wollte mein Ding noch loswerden. Mein Boom Boom. Wie nennt man das? Glecksbombe. Boom Boom. Ach, ich bin hin und wieder wahnsinnig. Habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Warum fahren wir gerade nicht weiter? Probleme mit Kämpfen, hä? Huh? Ich kann's verstehen. Ich kann's verstehen. Ja. Der Elite 3K existiert auch. Okay, auf den muss ich ein bisschen aufpassen. Soll ihn vielleicht rushen? Ah, ich glaube, jetzt gerade ist ein schlechter Zeitpunkt. Nice! Ah, ich hoffe, die kommen irgendwie vorbei. Blaster SE. Hat der nicht auch ein Kugelschild, der Blaster SE? Oh, nicht gut, nicht gut. Aber wir führen. Und das passt. Für mich zumindest.
wieder ein Gegnerhand. Das war jetzt nicht erwartet. Das durchzubrechen. Also zumindest teils. Was? Gegner führt? Ja, aber getötet. Zwar getötet. So, wo ist mein Triple Kill? Ich glaube, da oben heuer ein Sniper gesehen. Triple. Und? Damn, wo ist er? Ah, verfehlt. Okay, schnappt euch einen Turm. Und ich habe mit dorthin Zucker noch. Ist das okay? Da. Wir führen. Das ist egal. Es ist egal. Wir führen. Das ist der wichtige Punkt. Wir führen. Ich glaube, das passt. Ich glaube. Jawohl, getötet. Sogar ich. Hat mich gerade gewundert. Ja, die können die Unterseite anfärben. Wie cool ist das? Kann jemand den töten? Das wäre sehr cool. Hallo, hallo. Tötet ihn. Tötet ihn. Sie müssen alle sterben. Nein. Shit. Der Typ mit Kugelschild. Ja, Blaster ist eh oder Kugelschild. Dang. Gleich wird auf mich gefeuert, meine E3K-Liter. Ja. Tja, ich kann prophezeien. Ich kann Sachen prophezeien. Das ist problematisch. Und die Reichweite vor dem Teil ist auch problematisch. Dang. Na, stirb! Ich kann nicht... Dang. Na gut, wir haben es wieder zurück in die Mitte gebracht. Also, ja. Während das überhaupt nicht okay ist, weil die Gegner haben 2 Punkte. Also noch 2 Punkte. Fast 98 Punkte. Aber. Shit. Hey, Moment, ihr habt ihn getötet? Wie hier wird das zum Beispiel? Den habe ich auch getötet. Haha. Skills. Das große Problem ist. Wir müssen jetzt den Turm sichern und weiterfahren damit. Was nicht funktioniert hat. Schade. Moment, war das Kampf Nummer 4? Ich glaube schon. Habe ich nicht gesagt, dass ich die andere Map herzeige? Oh, richtig. Aber das war ein guter Kampf, deswegen lasse ich ihn drinnen. Und naja, die andere Map kommt jetzt. Also jetzt, sofort. Nachdem ich da auf Ja getippt habe. Falls jetzt aus irgendeinem komischen RNG-Grund schon wieder Schallensiedlung kommen, dann ja, schneide den aus. Okay? Deal? Deal. Passt. RNG liebt mich. Ah, da ist es endlich. Camp Schützenfisch. Wir sind endlich da im Tom Commando. Ich glaube, das ist Kampf Nummer 6, wenn mich nicht alles täuscht. Den Kampf Nummer 5 habe ich gewonnen. Es war wahrscheinlich nicht mein Verdienst, muss ich ehrlich zugeben. Aber, hey, Sieg ist Sieg. Ja. Ich glaube, geht leider noch. Alles klar. Keine Gnade. Ihr wisst schon. Die Standardtaktik. Shit! Ich wollte nicht abspringen. Naja, hilft dir nichts, hilft dir nichts. Wir führen 82 Punkte. Was ist nochmal meine alternative Waffe? Ah ja, die Bombe. Ich hab's ganz kurz vergessen. Ups. Drei Treffer reichen.
Oh shit, ich bin an der Kanten hängen geblieben. Carbonroller, ja, geringe Reichweite, aber wenn man dabei steht, dann reicht's. Hat sich 81 zu 98. Schräge Zahlen gingen da gerade vor, aber es ist erst der Anfang vom Kampf, also ist das, glaube ich, noch recht normal. Nice. Bakaoni. Jawohl. Komm schon, triff! Na! Gott, hinter mir. Ich hätte ihn töten können, aber es hat nicht funktioniert. Shit. Ich wollte ihn töten. Unbedingt. Wir haben. Ich fahr weiter. Hm, naja, hilft nichts. Oh, Backer ohne wie. Backer. Am Backer hast du übrigens, ist japanisch und hörst Dummkopf. Hm. Cool, dass du das weißt. Wo? Stehst du da in der Mitte oder was? Oh. Das war stark mit dem Carbonroller. Er hat zwar ein bisschen Glück gehabt, weil. Ja, wir sind gerade schlecht gestanden. Eindeutig. Aber, ja, trotzdem. So, wie gehen wir da hinaus? Weil, ja, da haben wir noch gar nichts eingenommen. Aber es wird Zeit. Eben getötet. Es passt. Jawohl, er kehrt zurück. Wahrscheinlich nicht lang, aber er kehrt zurück. Es ist der Anfang. Ja, den ganzen Weg. Den ganzen Weg. Das wäre schön gewesen. Haha, ich habe ihn zufällig mit einem Schuss getötet. Oh, mein Tinte ist mir ausgegangen. Das ist ganz schlecht. Der schlimmste Fall, was passieren kann, es geht ja einem die Tinte aus. Während man ja, irgendeine Falle aufstellt oder sowas ähnliches. Komm schon, Bombe! Fahr mal. Wollen wir nicht? Ich fahr weiter. Das Recht ist. Na, ich wollte abspringen. Also ordentlich abspringen. Blaster. Blaster sind gefährlich. Ich hasse Blaster. Aber das Gute ist, wir führen noch gerade noch um 2 Punkte. Aber 2 Punkte reichen, wenn das dann Sieg bedeutet. Ah, den. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig vor mir bin, dass die Bombe richtig in der Luft zerfetzt. Kann man das so sagen? Ich hoffe's. Weil das wäre schön gewesen. Ach, ich darf mir noch träumen. Ich glaube schon. Träumen ist schön. Stirb. Aber wenn ich dabei stirb, es ist mir egal. Der wichtige Punkt ist nämlich, Turm kehrt zurück. Wenn wir jetzt nur schaffen, dass wir ganz kurze Zeit den Turm ab jetzt einnehmen, dann passt's. Okay, ich habe ihn schon mal zum Tintentitan bewegt, was sehr gut ist. Jetzt müssen wir nur noch aufhalten. Komm schon, schafft's das? Nein, nein, nein! Ah. Schade, schade. Aus irgendeinem Grund habe ich in letzter Zeit, wenn es wichtige Kämpfe gibt, immer in so einer Weise verloren. Also, ja, wie ich bei A plus abgestiegen bin wieder, zurück auf A, waren die ganze Zeit solche Kämpfe. Ich hab geführt und dann ist sowas passiert. Genau am Schluss, in der Verlängerung sogar meistens. Oder kurz vorher.
Okay, ich glaube aber, ich habe jetzt genügend Material für diese Folge. Ich glaube, 6 Kämpfe haben wir sogar. Und ja, ich bedanke mich somit bei euch fürs Zusehen. Ja, Deutsch ist auch schwer. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal bei einer weiteren Runde Splatoon. Und viertig.